Also das Jagdmuseum ist das dritte der 7 Museen, die hier in der Museumswelt eingerichtet werden. Nach dem Elektro- und dem Feuerwehrmuseum sind wir also heuer jenes Museum, das im Rahmen der Langen Nacht auch eröffnet werden wird. Das Jagdmuseum hat in seinem Grundkonzept 20 Schausäulen, die je nach der Perspektive, aus der man sie betrachtet, dem Besucher eine Fülle an Informationen bietet. Wir haben auf der einen Seite den Wald Vorarlbergs, auf der anderen Seite, auf der zweiten die Wildarten, auf der dritten die Geschichte und die aktuellen Anliegen der Vorarlberger Jägerschaft und auf der vierten Seite überraschen wir die Besucher mit einer Fülle von Exponaten in Vitrinen. Dieses Jagdmuseum soll nicht nur ein Museum sein, sondern es soll auch die moderne Struktur der Vorarlberger Jägerschaft darstellen und auch die Herausforderungen besprechen, der die Jagd heutzutage gegenübersteht. Seit 2009 hat die Jägerschaft eine Arbeitsgruppe für Geschichte eingerichtet, die sich um das Sammeln von Archiv-, Bibliotheks- und Museumsgut kümmert. Seit 2012 sind wir von der Jägerschaft Mitglied der Museumswelt und bemühen uns auch, die Einrichtung des Jagdmuseums zu ermöglichen. Durch die unermüdliche Sammeltätigkeit und durch die Spendenfreudigkeit vor allem unserer Mitglieder, aber auch unserer Gönner, haben wir viele interessante und spannende Exponate und Informationen sammeln können und in vielen Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit hier aufbereitet und bieten sie nunmehr der Öffentlichkeit an.